Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und finally ist es soweit. Deutschland ist heute dran. Heute werden die Server in Deutschland und in Russland, nämlich auch dazu noch, auf Star Stable Mobile umgestellt. Was heißt es für euch? Heute um 8 Uhr werden die Server für ungefähr 5 Stunden down gehen. Das heißt, 5 Stunden lang werden im Schnitt, also ja, ich habe jetzt mal die anderen Downtimes so ein bisschen mit verglichen und im Schnitt sind das 5 Stunden. Natürlich ist Deutschland das erste Land, wo die Server jetzt massiv viel mehr sind als in anderen Ländern. Also den anderen waren es meistens so 1 bis 2, 3, 4 vielleicht maximal Server. Und in Deutschland sind es eben jetzt schon 18 an der Zahl. Also ob das alles glatt gehen wird, kann ich euch nicht sagen. Bei den anderen Ländern hat es im Schnitt 5 Stunden gedauert, also gehen wir auch mal davon aus, weil bisher gab es da ja keine größeren Probleme. Was heißt das jetzt alles für euch? Heute erstmal 5 Stunden lang kein Star Stable, also wundert euch nicht, wenn Star Stable dazu vielleicht nichts unbedingt announced. Star Stable hat das alles schon angekündigt, aber eben nur auf Twitter. Und danach ist dann Star Stable erstmal Mobile Ready. Heißt übrigens nochmal ganz stark betont nicht, dass Star Stable Mobile dann um 13 Uhr im Schnitt kommen wird, sondern dass der Server erstmal in der Lage ist, Mobile-Spieler aufzunehmen. Wenn das dann alles funktioniert, wird sich Star Stable danach die Gedanken machen und schauen, wann können sie dann die ganzen Mobile-Spieler auf den Server lassen. Und ich denke mal, dass sie dann alle gemeinschaftlich auf die Server lassen werden. Also ich denke mal, in einer Woche dann so, wenn sie dann mit dem ganzen Umstellen bei allen Servern durch sind, dann denke ich mal, lassen sie auch die Leute dann auf die Server final. Das heißt, im Umkehrschluss, heute kein Star Stable Mobile erstmal. Heute wird nur das Ganze umgestellt. Nochmal als Info, Star Stable Mobile ist erstmal nur für Apple. An Android wird erst noch gearbeitet, aber das wird definitiv noch eine ganze Weile dauern. Und ja, Apple-Geräte sind auch unter anderem Tablets. Also natürlich könnt ihr das auf euren Tablets und auf euren Apple-Geräten, die ihr zu Hause habt, dann das Ganze machen. So wie ich das auch schon in den letzten paar Folgen euch gezeigt habe. So, was kann das dann heute alles für euch heißen? Die Umstellung auf Star Stable Mobile, werden wir sehen, ob das dann irgendwelche Probleme verursachen wird oder nicht, ob ihr dann noch irgendwie vielleicht ein paar Sachen daran verbessern könnt. Das sehen wir dann alles erst nach der Umstellung, aber wir hoffen mal, dass alles ganz flüssig läuft. Bisher gab es bei keinem der anderen Länder Probleme und von daher dürfte eigentlich alles ganz gut funktionieren. Wartestream übrigens, falls ihr das Ganze jetzt direkt in der Früh seht, wird es nicht geben, da wir ja direkt danach nichts zeigen können, also nicht direkt danach in SSO Mobile gehen könnten. Von daher also wundert euch nicht, da wird es dann erst einmal nichts dazu geben. Übrigens, Fun Fact, cooles Feature, ich werde dann, wenn SSO Mobile da ist, tatsächlich mit meinem Zweitaccount simultan mit meinem Hauptaccount spielen können, denn wir haben da ja dann die Möglichkeit, über zwei unterschiedliche Geräte ins Spiel zu gehen. Also solche kleinen Spielereien können wir dann auf jeden Fall auch mal machen. Ich bin gespannt und das wird bestimmt eine ganz lustige Sache werden für den ein oder anderen Gag oder dann natürlich auch halt auch mal für die ein oder andere Dressur, wo man das mal nebenbei verwenden kann, ist es definitiv, glaube ich, eine ganz lustige Funktion. Ich bin auf jeden Fall gespannt, für was dann die Leute alles SSO Mobile nutzen, ob dann wirklich so der große Ansturm auch kommt, den Star Stable bestimmt sich gerne wünscht oder und oder erwartet. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich sag definitiv danke fürs Zuschauen und ihr könnt mir mal in die Kommentare reinschreiben, was macht ihr denn, falls ihr zu Hause seid, in euren 5 Stunden, die ihr jetzt habt, dann hier ohne Star Stable. Vielleicht wusstet ihr ja teilweise doch überhaupt nicht davon, denn Star Stable hat das Ganze ja wirklich nur und ausschließlich auf Twitter announced. Von daher, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis nachher, wenn ihr mögt, zum einen oder anderen Stream und natürlich dann auch zum ersten Star Stable Stream mit umgestelltem Server, wo wir definitiv dann mal gucken werden,
was dann alles so Neues dabei ist, ob das dann irgendwie anders laufen wird, ob wir es merken, dass dann etwas umgestellt wurde. Aber von daher dann auch bis zu dem Zeitpunkt. Ciao, ciao und euch einen wunderschönen Tag. I gave it time, 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 all of my time, time.